Sensation, kehrt jetzt endlich ein bisschen Vernunft ein. Eva Rosen von Wir 2020 legt ihren Vorstandsposten wohl nieder und geht zu die Basis, wie auch der, ich glaube, Rechtsanwalt Markus Heinz. Ist das endlich der Beginn der Vernunft, der Fusionierungsbeginn, damit man sich nicht gegenseitig zerstört bei der Landtagswahl Baden-Württemberg, die alles entscheiden wird? Die Fraktpartei wird ja sowieso sozusagen zunächst einmal dann dort unterstützend wirken und nicht dagegen antreten, wenn ich das richtig sehe. Und ja, die Expertin, Reformerin hat zugesagt, freuen Sie sich auf zwei tolle Talkshows ab Februar, Mitte Februar ungefähr. Leider konnte sie nicht früher. Und ja, wie viel, Sie brauchen ja sowieso nur jetzt sozusagen der Beginn der Vernunft, ja? Also, hier. Der Beginn der Vernunft besteht ja daraus, erst einmal, dass man sich nicht gegenseitig die Stimmen wegnimmt. Ich habe gerade versucht anzurufen, Thorsten Schulte von Die Direkte. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, denn am Ende ist es so, die Fusionierung ist der eine Vernunftschritt. Und das würde bedeuten, alle liebe Leute, auch von der Fraktpartei, von Wir 2020 EU, wir haben ja letztendlich alle Parteien jetzt beraten. Wir hatten gestern ein Mitglied von Wir 2020 EU, das uns Fragen gestellt hat über das Parteiprogramm, das wir empfehlen würden, statt der völlig unbrauchbaren Wahlprogramme für Baden-Württemberg bisher. Und wir hatten den Professor Martin Schwab in einer Talkshow bei der Tour durch die Sender TDDS, wo er auch Fragen gestellt hat oder sich informieren konnte über einige Konzepte der Next Scientists for Future. In telefonischen Gesprächen hatten wir unsere Tipps für den Partei gegeben sozusagen, aber es ist so, offiziell haben sich Orga-Teams nur bekannt von Fraktpartei und wir2020.de zu Next Scientists for Future als wichtige Experten. Und wir sagen, es müssen ja nicht 100 Experten sein. Wir brauchen ja jetzt nicht die große Verwirrung, aber bitte doch vielleicht 5 Experten. Das müssen auch nicht die von uns vorgeschlagenen sein. Nehmen Sie die Next Scientists for Future wie die Fraktpartei als Hauptexperten und nehmen Sie dann einfach Gegner und Kritiker, die einfach die Sache anders sehen als wir und die uns Kontra geben. Und dann haben Sie vielleicht 5 Experten, haben 5 verschiedene Parteiprogrammsformulierungsvorschläge und dann können Sie konsensieren und dann kriegen Sie ein hoffentlich sehr gutes Wahlprogramm, wenn nämlich Ihre Parteibasis, die Parteibasis ungefähr einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen möge, dann kriegen Sie auch ein überwiegend von nextscientistsforfuture.de geprägtes Parteiprogramm und dann haben Sie auch 56% Wahlchancen. Und das kann ausreichen, um bei der Landtagswahl, dass eine Partei wirklich über 5% bekommt. Also bitte alle Leute jetzt eintreten in die Basis und sagen, ihr, was macht ihr gerade für einen anderen Fehler? Fusionieren ist der erste Vernunftschritt. Der zweite Vernunftschritt, nehmt endlich die guten Experten mit dazu, nextscientistsforfuture.de und nochmal 4 kritische Experten und lasst die gegeneinander anrennen und formuliert dann danach, konsensiert dann und formuliert dann erst euer Wahlprogramm. Die Basis hat doch ihre Zoom-Konferenzen und ist technisch doch wunderbar aufgestellt, immer die ganze Basis zu beteiligen und so weiter. Ja, also sie hat doch alles dafür. Ja, von daher kann man sagen,
Erst einmal hier unten rechts bitte schneller drehen an dem rundlichen Ding, weil ich ja so langsam rede und jetzt versuchen werde, wieder nach all der Aufregung wirklich langsam zu reden. Ja, deswegen hier nochmal. Also wir sind ja, machen ja hier die News zu Wir 2020, die Basis, Sucharit Bhakti, füll mich. Bitte, Professor Bhakti, entziehen Sie Wir 2020 jetzt auch Ihre Beraterrolle, wechseln Sie die rüber zur Basis, ja, damit alle Kräfte vereint werden. Und dann müssen auch alle Promis hier, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, alle müssen sich bei jedem Auftritt, müssen ganz klar sagen, hier bitte wählt die Partei, die Basis und so weiter. Weil wie soll man sonst eine Wahl gewinnen können? Das geht sonst nicht, liebe Leute. So, und jetzt muss ich trainieren und jetzt werde ich auf die gestrige Talkshow reingehen und dort meine Fehler, was ich alles vergessen habe zu sagen, nachtragen und noch etliche Kurznachrichten. Also, ich gehe jetzt mal hier auf diesen Punkt. Präsentation beenden. Denn das muss ich üben. Das habe ich gestern bei der Talkshow falsch gemacht. Sozusagen, wie man wieder den Normalbildschirm bekommt. Jetzt haben Sie den Normalbildschirm. So muss ich es hinkriegen bei jeder Talkshow. Und der Rahmen stimmt auch und passt. So, Sie sehen die Maus, gell? Müssten Sie jetzt sehen. Ja, das heißt, welchen Fehler habe ich gemacht in der Talkshow? Abgesehen davon, dass ich die erste Hälfte leider als Radiosendung habe laufen lassen und erst die zweite Hälfte dann als Fernsehsendung, weil ich einfach vergessen habe, die Grundregelpräsentation so oft wie möglich wieder auszustellen und den Fernsehzuschauern dieses Bild, da sehen Sie mich ja dann, hier sehen Sie meine Hand, da sehen Sie mich ja dann in den Talkshows entsprechend dann sozusagen. Ja, mein Fehler war, dass ich, Sie finden ja diese Sendung bei Next Scientist for Future bei YouTube als bei dem Sender und morgen dann auch oder heute Abend dann auch bei News und Talks bei dem Sender, dem Re-Upload-Sender, der mit uns befreundet ist oder auch bei anderen Re-Upload-Sendern, wobei wir nicht mitkriegen. Es sind, glaube ich, ungefähr 6 verschiedene Sender, die unsere Sachen re-uploaden. Mitkriegen tun wir es nur bei News und Talks. Bei den anderen kriegen wir es gar nicht regelmäßig mit. Ne? Ja, und was waren jetzt also meine Fehler in der gestrigen Talkshow, der Tour durch die Sender, Nummer so, Nummer X? Ja, ich erzähle sie gar nicht mehr. Das Wir 2020 EU-Mitglied fragte auch zum Thema Steuersenkung und Rentenerhöhung. Und ich vergaß, auf die Steuersenkung einzugehen und vergaß zu erwähnen, dass unsere Konzepte, einen volkswirtschaftlichen Gesamtreichtum zu erzeugen, natürlich auch bedeuten, dass dieser Gesamtreichtum nicht nur in Rentenerhöhungen weitergegeben wird, vielleicht auch Vorverlagerungen der Rentenzahlungen zeitlich, sondern auch eben in Steuersenkungen sich niederschlagen wird. Denn wir werden selbstverständlich diesen gewonnenen gesellschaftlichen Reichtum an alle verteilen, ne? Nicht nur an die Großkonzerne sozusagen. Ja, darum geht es ja letztendlich bei allem. Ja. Dann haben wir, der zweite große Fehler war, dass ich nicht gesagt habe, dass ich vergessen habe zu sagen, ja hoppla, wenn das Mitglied des Orga-Teams der FRAK-Partei, der Freien Argumentekulturpartei, erwähnt, dass man ja so, ja, vielleicht gewisse Bedenken hat, ob wir sozusagen ja eine Politik machen wollen, dass die also ganz radikal bestimmten Bevölkerungsgruppen sozusagen das Kinderkriegen untersagt,
So radikal werden wir natürlich niemals sein, sondern ich habe dann geschildert, mit welchen milden Maßnahmen wir eine Verschiebung, also wie wir mehr Arbeitsplatzschaffende, später Arbeitsplätze schaffende Kinder unserer hochqualifizierten Frauen bekommen können und werden und sollen. Und da hätte ich antworten müssen, da sind sie infiziert von sogenannten parasitären Memen beziehungsweise Killerviren des Geistes. Denn die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler, der Arbeitsamtmitarbeiter machen uns natürlich die entscheidende Probleme bei der Akzeptanz einer Selbstverständlichkeit in der Natur. In der Natur ist es so, dass jede Art ganz knallharte Mechanismen hat und nur überleben kann bei einem riesigen Übergewicht an Kindern von den fähigsten und einem riesigen Untergewicht an Kindern von den Unfähigen der jeweiligen Gemeinschaften. Und dafür haben die in der Natur jedes Tier ganz knallharte Mechanismen. Nur wir leisten uns den Luxus, dass wir sozusagen uns den Luxus eines Übergewichtes an Kindern der Unfähigen leisten, die niemals Arbeitsplätze schaffen werden und niemals gut bezahlte Jobs haben werden. Also diesen Luxus leistet sich niemand in der Evolution, außer die verrückten Staaten im Raubtierkapitalismus, die so entgleist sind, weil sie alle Sozialsparten haben und Arbeitsämter haben und die alle natürlich möglichst viel Sozialfälle als Kunden haben wollen oder besser nicht bewusst dazu hin tendieren. Und deswegen breiten sich dann solche Irrtümer, dass es schlecht sei, eine vernünftige Bevölkerungspolitik und Bevölkerungspolitiksteuerung durchzuführen. Das ist natürlich für die Sozialspartler ein vorteilbringender Irrtum, der allerdings für den Rest der Gesellschaft ein parasitäres Mem, einen Killervirus des Geistes darstellt, der uns allen riesigen Schaden zufügt, weil die einzigen, die davon profitieren, dass immer mehr Kinder der Unfähigen geboren werden und es immer mehr Zustrom und Zuwachs der Unfähigen gibt in Deutschland. Das führt dazu, dass es immer mehr Sozialfälle gibt und damit werden die Karriereaussichten der Sozialspartler und der Arbeitsamtmitarbeiter im jetzigen System immer größer, weil sich die Armee der sozial Schwachen und der Sozialfälle und der Arbeitslosen so ständig vergrößert. Das hätte ich sagen sollen, damit klar wird, das, was uns Widerstände macht bei dem Gedanken einer vernünftigen Bevölkerungspolitiksteuerung, das sind die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler, die in unseren Köpfen als parasitäre Meme wirken. Und das habe ich vergessen zu sagen. Ja? So, dann haben wir doch das schon alles wieder abgehakt. Ja? So, abgehakt. Dann gucke ich mal weiter. Ja. Und ich zeige das auch noch mal an einem Schaubild, denn ich will das ja, muss das ja üben mit dem Präsentieren. Ja, jetzt präsentiere ich wieder. Ab, ganzer Bildschirm. Ah, so, jetzt Fehler vom Amt. Ich muss immer vorher, ah ja, jetzt habe ich dann auch noch den Kardinalfehler gemacht, aber ich muss den hier präsentieren. Und jetzt kann ich teilen. Und jetzt müssten Sie ausblenden und jetzt müssten Sie das sehen können, ja. Und jetzt zeige ich hier nochmal. Mach das mal ein bisschen größer. Also, um das nochmal deutlich zu machen,
woher quasi dieses parasitäre Mem kommt, das sie infiziert hat und sie eine vernünftige Bevölkerungspolitiksteuerung verurteilen und ablehnen lässt, das kommt ganz einfach hierher, ne? Hier haben Sie die ersten Arbeitsamtmitarbeiter und Sozialspartler, Wohlfahrtsmitarbeiter, die noch in der Wahrheit lebten. Und die sagen, ja, ich darf auf keinen Fall anfangen, auf Kosten der Gesellschaft eigene Vorteile für mich zu erzielen und für mich Karrieremöglichkeiten zu verbessern, indem ich das Heer der Sozialfälle vergrößere. Das ist ein guter Sozialspartler, der lebt noch in der Wahrheit. Aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es irgendwann zwangsläufig zu dem Ersten gekommen sein, der sich irrt und der dann sagt, nein, also man darf auf keinen Fall Politik, also die Armen müssen auch ganz viele Kinder bekommen und das ist gut so, das ist die richtige Bevölkerungspolitik. Dieser vorteilbringende Irrtum führte dann dazu, dass diese Leute riesige Karriere machen konnten, riesige positive Anreize erhielten und die sozusagen als Fehlanreize aber wirkten. Nee, also in Wirklichkeit waren es dann letztendlich Fehlanreize. Dadurch konnten sie hier ein Kind, drei Enkel, vier Urenkel als leibliche Kinder ernähren, wurden die körperlichen Vorfahren der heutigen Sozialspartler und Arbeitsamtmitarbeiter. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch andere problematische Gruppierungen, die NGOs sind, die auch ganz viele vorteilbringende Irrtümer als parasitäre Meme in die Bevölkerung pumpen, ne? Aber bleiben wir bei den Sozialspartlern und hier, das sind dann die geistigen Schüler, hier immer ein geistiger Schüler pro Generation und hier wird dann eine Universität aufgemacht und da werden dann die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler systematisch unterrichtet, letztendlich, die dann darauf hinauslaufen, die halbe Gesellschaft in Sozialfälle und damit in Kundschaft für Sozialspartler und für Arbeitsamtmitarbeiter umzuwandeln. Ja, und jetzt muss ich wieder üben, nämlich raus aus dieser Präsentation hinein in die, wo muss ich hin? Wieder hierhin. Ja. Raus aus der Präsentation. Das ist das, was ansteht. Sie sehen die Maus. Hier sehen Sie dann die Talkshow-Gäste. Ja. So. Das muss geübt werden, immer wieder raus aus der Präsentation. Ne? Und übrigens, wenn Sie an unserer Talkshow teilnehmen, Sie sind herzlich eingeladen, rufen Sie einfach an bei nextscientistforfuture.de, schicken Sie eine E-Mail mit Telefonnummer und dann, man muss immer, es muss drei Rufe geben der Moderatoren. Lautsprecher leiser stellen, Mikrofon ein. Mikrofon aus. Also erst dann Time und Mikrofon aus. Das sind die wichtigsten Rufe der Moderation, ne? Und auf die sollte man hören. Dazu sollte man den Kopfhörer genügend, also so leise haben, dass man trotzdem noch den Time-Ruf hört. Und oder den Lautsprecher zwar leiser gestellt haben, aber immer noch so, dass man gerade eben noch den lauten Time-Ruf hören kann, falls man sich die Redezeit, keine Redezeituhr hat und so weiter. Ja, ja, weitere Kurzthemen. Die Frage ist ja, wenn die Leute Fragen stellen, was ist man sich überhaupt bewusst, was man vermisst an dieser Gesellschaft und was nicht? Denn die vorteilbringenden Irrtümer haben sich ja in parasitäre Meme und Killerviren des Geistes gewandelt, die uns so durchmanipuliert haben, dass wir oft gar nicht mehr wissen, was uns fehlt. Ja? Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Wir wissen ja oft gar nicht mehr,
was uns fehlt in dieser Gesellschaft. Und da hoffe ich, da bringt uns ja diese zusätzliche Expertin zum Thema Matriarchat ja dann auch ganz viel Neues dann, dass den Leuten bewusster werden kann. Hoppla, vielleicht weiß ich ja gar nicht, was Leben ist. Vielleicht habe ich ja nur gelernt durch die parasitären Meme dieses Raubtierkapitalismus mich abzufinden damit, dass ich gar kein Leben habe, sondern nur ein unglücklicher, einsamer, kaufsüchtiger Single bin oder dahin in diese Richtung tendiere. Ja, gucken Sie sich an, wie viel Alleinerziehende es gibt, die ja schon sehr nah sind diesem Bild des unglücklichen, einsamen, kaufsüchtigen Singles. Da hat ja der Raubtierkapitalismus schon ganze Arbeit geleistet. Ja. Ja, und generell ist es eben so, dass beim Präventivsystem es darum geht, Schlechtes tun zu verhindern durch positive Anreize. Aber was machen wir mit den Leuten, die gar nicht glauben, dass es, also was machen wir mit den Leuten, die glauben, dass es gar kein schlechtes Tun in der Gesellschaft gibt, so wie den Mainstream-Leuten? Ja, denen müssen wir eben dann doch von vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen und Killerviren des Geistes erzählen, weswegen sie nämlich sozusagen, und zwar, jetzt mache ich wieder eine Präsentation, weswegen sie den so, dann den, und zwar diese Präsentation muss ich jetzt auch noch offiziell gestalten, ganzer Bildschirm, Präsentation teilen und hier unten ausblenden. So, und jetzt kann ich den noch größer machen. Sie sehen, wie viel Arbeit es ist da. Das hätte ich mir auch sparen können. Also, der Mainstream, das sind die Leute, die in der naiven Weltsicht sind, sozusagen. Es gibt gar kein schlechtes Tun, denn alle sind Engel, selbstlos. Die Fehlanreize bewirken gar nicht, dass man uns schadet. Das ist naives Denken sozusagen. Naiver geht's nicht. Aber da ist nun mal der gesamte Mainstream von befangen. Ja, können wir nicht im Moment nicht ändern. Die glauben und unterstellen also, alles würde auf Wahrheiten beruhen, was die Pharmaindustrie, die Impfindustrie, die Virologieindustrie, die Maskenindustrie, die Testindustrie uns sagt, das sei alles Wahrheit. Die sehen also nur den kooperativen Anteil. Die sind völlig blind und haben einen riesigen blinden Fleck für den riesigen antikooperativen Anteil im Raubtierkapitalismus und in der sozialen Marktwirtschaft, weswegen sie ja auch die soziale Marktwirtschaft hochhalten, obwohl es da diesen riesigen antikooperativen Anteil zwangsweise gibt. Und etwas zu extrem sehen den antikooperativen Anteil die extremen Verschwörungstheoretiker, die überall kriminelle Lügen wittern, ja? Also überall Verbrecher sehen. Und wir stehen genau in der Mitte, in der vernünftigen Mitte, nämlich wir sehen die vorteilbringenden Irrtümer und die daraus resultierenden Manipulationen durch parasitäre Meme, Killerviren des Geistes. Sozusagen und den daraus resultierende, die daraus resultierte Duldung. Wir sind ja quasi die Wirte, die Opfer. Wir als Wirte dulden aufgrund der parasitären Meme, dass die Sozialspartler zum Beispiel und die Arbeitsamtmitarbeiter uns parasitieren, uns den Rest der Gesellschaft parasitieren, im Sinne des antikooperativen Anteils in der Gesellschaft, ja.
So, und jetzt muss ich wieder diese Präsentation ausmachen. Ausmachen und hier wieder zurück auf die Talkshow gehen. Ja, so muss ich das lernen, immer hin und her zu schalten. Das ist viel Arbeit, aber es geht nicht anders. Ne? Wir wollen ja nicht ständig neue Techniken kaufen, Maschinen kaufen und so weiter. Das funktioniert doch auch so. Ja, das heißt also, diesen Leuten, den Naivlingen des Mainstreams, für die reicht es nicht, wenn wir vom Präventivsystem sprechen und vom Verhindern von Schlechtes tun, weil die ja gar nicht glauben, dass es Schlechtes tun gibt. Also müssen wir doch immer eingehen auf die vorteilbringenden Irrtümer, die und auf die Formel VIs aussterben lassen durch PAs, durch positive Anreize. Ne? Ja, und dann noch ein sehr wichtiger Punkt ist bei niedrigen Löhnen. Ja, wenn wir also dann es so haben, dass sozusagen bei niedrigen Löhnen ist ja immer das Problem, dass der Arbeitende ja durch sein Mindesteinkommen, das der Staat garantiert, sei es über Hartz IV oder bedingungsloses Grundeinkommen, ja eigentlich nur sehr wenig Motivation hat, noch zu arbeiten. Wenn er dann zum Beispiel anfängt mit nur 10 Cent pro Stunde, ist das ja ziemlich wenig Motivation. Und wenn man die dann auch noch abziehen würde von seinem Mindesteinkommen, hätte er gar keine Motivation mehr, ja? Also muss man es so machen, dass bis zu einer bestimmten Höhe 100% des Lohnes oder Gehaltes, den der Arbeitende dann bekommt, auch bei ihm bleiben, zusätzlich zum staatlichen Mindesteinkommen. Ja? Und erst wenn das eine beträchtliche Höhe hat, sodass man sagen kann, da ist dann niemand mehr motiviert, aufzuhören zu arbeiten, wenn das etwas reduziert wird, wird dann prozentual Stück für Stück der Anteil dessen, der abgezogen wird quasi oder mit dem Mindesteinkommen, dem staatlichen Mindesteinkommen verrechnet wird, der wird Stück für Stück erhöht, aber so, dass die Leute nicht wieder motiviert werden, aufzuhören zu arbeiten, so wie das die Sozialspartler ja dann wie das am vorteilhaftesten für die Sozialspartler und die Arbeitsamtmitarbeiter wäre im alten System. Im neuen System ist das ja sowieso dann auch für die Arbeitsamtmitarbeiter nachteilig. Ja, ich glaube, das war's jetzt mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute, aber ich mache noch eine Schlusspräsentation, die Abschiedspräsentation. Also nochmal die heutige Sensation in unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Und das präsentieren wir jetzt auch noch. Jetzt präsentieren, ganzer Bildschirm, Batsch, teilen und ausblenden. Und jetzt läuft wieder die Schlusspräsentation. Ja, das war's doch für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.